It's a madhouse. So heißt dieses Level. Mau. Das können wir nicht bringen. Doch. Okay, wir fangen das Level. Ist okay. Ist okay. Wir fangen. Gary macht das den ganzen Tag in SpongeBob Schwammkopf. Ja, aber Gary ist sowieso ist voll der Hurensohn. Ich bin auch eine süße kleine Schnecke. Das stimmt. Wie dem auch sei. No. Ich habe gerade einen Großteil meines Lebens verloren. Warte mal, ist das da? Ist das da? Ist das da eine Kiste besonderer Natur? Nein. It's a Madhouse, wie schon gesagt. So heißt dieses Level. Ich habe den Kommentar der letzten Folge bekommen, dass SL Inc. vielleicht für Sophia Lee Incorporated stehen könnte. Ja, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, um ehrlich zu sein. Denn das ist die einzige Person im Tomb Raider-Universum mit der Abkürzung SL, die ich kenne, die was mit den Entfader-Artefakten zu tun hat. Da ist nichts, da ist einfach nichts. Ich lade nochmal von vorne. Da oben ist erstmal nichts. Also da ist eine Klappe, die zu ist, ne? Genau. Ja, wir haben ja auch von einem werten Zuschauer den Anstoß bekommen, dass das die ganzen Level, die wir hier sehen in dem Add-on, ursprünglich eigentlich im Originalspiel vorhanden sein sollten, was wir aber irgendwie nicht so richtig belegen konnten, ne? Ganz ehrlich, das halte ich für Schwachsinn und ich sehe darauf keinerlei Hinweise. Wenn es da eine Aussage von den Entwicklern oder sowas gibt, okay, dann immer her damit, nur die... Das zeigt sich nicht irgendwie, also... Nee. Ganz im Gegenteil, es wirkt eher so, als wären diese Level entstanden, nachdem das Hauptspiel schon draußen war, als Zusatzcontent. Das sieht man ganz gut daran, wie hier nonlinear diese ganzen Assets aus dem Hauptspiel verwurstet werden. Das geht ja nicht, wenn du das Hauptspiel noch nicht hast. Und dieser Sound im Hintergrund, der aus Indien ist zum Beispiel, der ist definitiv nicht explizit für dieses Level hier gemacht. Nee. Ja, sie musste natürlich die Fackel... Du schaffst es jedes Mal wieder. Mhm. Ich? Sie? Nein, wirklich, sie wirft ja die Fackel weg. Das sollte eigentlich nicht so sein. Fackel wegwerfen sollte etwas rein Visuelles sein. Naja, nein, es ist wirklich so. Wenn man so ein Spiel entwickelt, dann hat man ja die Entscheidungsmacht darüber, dass man sagt, okay, es gibt hier diese Animation, die machen wir, weil das cool aussieht. Die hat aber keinen spielerischen Einfluss. Und genauso sollte man es dann auch machen. Dass sie die Fackel halt einfach visuell in der Hand behält, selbst wenn sie aus ist. Vielleicht solltest du doch nochmal irgendwie im Wasser schauen, weil da scheint ja jetzt erstmal... Ich bin jetzt sehr verwundert, weil es sah jetzt schon so aus, als könnte man da einfach jetzt hochklettern. Hm. Dahinter... Also hinten... Da ist was. Was? Warum liegt denn das Entfader-Artefakt hier? Warum? Was war das denn jetzt? Was? Hand of Wrathmoor, das Infada-Artefakt, das wir im letzten Level gesammelt vielleicht haben. Vielleicht soll das irgendwie heißen, weil das Boot, guck mal, das Boot liegt jetzt da hinten unter Wasser. Vielleicht ist sie irgendwie gecrashed mit dem Boot. Und das Infada-Artefakt ist 100 Kilometer weit weggeflogen. Und wir sollten jetzt daraus ableiten, dass dieses Boot unter Wasser ist, dass dieses Infada-Artefakt jetzt dort auf dem Grund liegt. Also ganz ehrlich. Und dann die Tür öffnet. Ganz ehrlich, hier fehlt so ein Story-Erklärungs-Device einfach. Das ist wie so eine Black Story. Was ist eigentlich passiert? Ja, es gibt ja keine Cutscenes, es gibt. Die bräuchte man auch nicht unbedingt, nur irgendetwas braucht man ja. Naja. Sieht aber gerade irgendwie cool aus. Ja. Also mal ein ganz anderer Anblick irgendwie. Das ist vielleicht der angesprochene Zoo. Ja, genau. Das ist. Sehr wahrscheinlich, oder? Es ist ja auch das... Boy. Na guck mal, das sind jetzt aber schon neue Modelle. Ja, das sind neue Sachen. Vielleicht schon Ansätze der Entwicklung von Tomb Raider 4. Aber da gab es ja nicht solche alten Automodelle. Nee. Vielleicht haben sie wirklich extra Modelle für dieses DLC gemacht. Übrigens das einzige DLC, was man als Besitzer des normalen Spiels nicht kostenlos bekommen hat, damals.
Die anderen beiden gab es ja kostenlos zum Download, also Golden Mask und Unfinished Business. Was bei Golden Mask eigentlich unglaublich ist, weil es einfach so geil ist. Das hier wiederum. Kostenlose DLCs, davon kann man heutzutage auch nur noch träumen. Ja, weil manche, klar. Manche machen es tatsächlich, aber das sind dann nur kleine DLCs. Ja. Ich habe mich da jetzt auch nicht drüber beschwert, dass das hier was kostet. Ich finde es nur, es passt nicht in den Vergleich, ne? Diese beiden wunderbaren, nein, dieses wunderbare DLC, Golden Mask, ist halt einfach mal Freeware, wenn man das Hauptspiel besitzt. Und das Ding hier kostet was. Das passt irgendwie nicht zusammen. Oh, hallo Tiger. Tigerlein. Ich sollte übrigens die Waffe wechseln. Denn die Schrotflinte ist gegen Tiere logischerweise besser, weil sich Tiere mir nähern. Ja. Eigentlich ein schwachsinniges Argument. Sei denn, es gibt Tiere mit Fernkampfwaffen. Oh. Die da haben keine. Bin ganz glücklich drüber. Who let the tigers out? Who? 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 No. Ja. Yeah. The Jungle. Soll das eigentlich der London Zoo sein? London Zoo. Ich weiß es nicht. Wo ist sind möglich. Wir hier eigentlich? Das ist so die Frage gerade. Aber wir sind irgendwie auf den britischen Inseln die ganze Zeit. Welcher Zoo das jetzt explizit ist, weiß ich nicht. Ich wüsste aber halt auch nicht, wie sie aus Schottland plötzlich zum London Zoo kommt mit einem Bootchen. Ja, das stimmt. War ja nur so ein kleines Motorboot. Ja, das war ja kein... Es ist ja nicht... Ja, du weißt schon. Da ist ein Schlüssel. Loch, zumindest. Hm? Wir haben aber, glaube ich... Nee. Hätte ja sein können. Bäh. Jetzt schieb es da rein. Es passt schon. Noch ein Schlüssel. Weiteres Schlüsselloch. Da kann man möglicherweise klettern. Oder? Nee. Ja, wahrscheinlich musst du auf irgendwelchen Dächern rumkraxeln. Warst du da schon? Nee. Da war ich schon. Okay. Ja, aber gute Frage, weil ich war hier zwar... Ah, Moment mal, haben sie... Nee, hätte ja sein können. Da konnte man jetzt nicht durchgehen. Das war stabil. Ja, das bringt nichts. Ich sehe da hinten keine Schlüssel oder sowas. Huh. Vielleicht irgendwie bei dem Tigerkäfig, der da so sich aufdrängt durch die Footsteps on the ground. Footsteps on the ground. Warst du da schon? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist der Eingangsbereich. Nee. Da. Nee, da warst du schon, oder? Ja, ich glaube. Ich glaub, ja, wenn hier da hier, war ich wenn schon. Hier die Falltür nach unten ist, warst du da schon. Ja, da war ich schon. Hm. Was steht da denn? Was steht denn da an der Wand eigentlich? The Volière. La Volière. Ach, wir sind in Frankreich. Wie auch immer das passiert ist. Und hier steht To Jungle. Nee, To Volière. Ich habe La gelesen, tut mir leid. Es war gerade sehr ungewöhnlich, dass da ein Akzent drüber war, über dem E. Das machen die Engländer, die englischsprachigen Leute doch eigentlich nicht. Naja. Auf jeden Fall gibt es eine Vogelbarriere und einen Dschungelbereich und es gibt... C'est le zoo ici. Es ist doch französisch. Ja, das da ist französisch. La plan... What? La planète des Saint-Gev... Planet der Affen? Ja. Und was ist auf der anderen Seite? Was sind da noch so für Plakate? Ich finde Plakate in Spielen immer voll interessant. Jeanne d'Arc. Und, ach, das ist ein Fenster. Windows 95. Nein, ja, cool. Ja, keine Ahnung, vielleicht nochmal mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Warum ist das Dach hier, warum hat das eine andere Farbe? Nur, ich habe keine, aber das nicht so eine Markise ist.
Ja, stimmt. Mit dem Kopf wieder gegen eine Tür rennen vielleicht. Das ist ja wieder schön. Ja, ist wieder ein, direkt ein schöner Einstieg ins Level. Ja. Aber ich sehe es halt auch nicht. Meine vier Augen sehen ja für gewöhnlich mehr als zwei. Hm. Und wenn wir alle beide nicht sehen, wo es weitergeht. Na gut, ich habe jetzt noch das Mikrofon direkt vorm Bildschirm, aber... Dann ist es irgendwie... Weiß ich nicht, ob das dann so haltbar ist, wenn behauptet wird, wir stellen euch nur doof an. Das Spiel ist super. Ja. Nee, das... Es macht doch keinen Sinn, diese Kommentare überhaupt zu referenzieren. Es macht leider auch keinen Sinn, hier herumzurennen, ohne eine Ahnung zu haben, wo es weitergeht. Ich wollte jetzt auch nur eigentlich dadurch indirekt sozusagen nochmal kritisieren, dass das Spiel einfach gerade keinen guten Job macht. Das stimmt irgendwie. Man wird ins... Also nichts gegen das Leveldesign, das finde ich gerade echt cool, weil es mal was ganz anderes ist. Aber es hilft einem irgendwie nicht. Das Spiel hilft einem nicht. Gar nicht. Ja. Man weiß ja nicht mal, warum man hier ist. Man hat ja nicht mal so ein... Genau. Eine Art übergeordnetes Ziel. Wir haben ja jetzt das Infallart-Fuck. Ja, was wollen wir hier damit? Das ist jetzt die interessante Frage. Warum ist Lara hier? Und warum ist sie in Frankreich plötzlich? Wenn wir eigentlich auf den britischen Inseln sind. Ja. Also warum steht das da auf Französisch? Gibt es in Britannien irgendwie einen französischen? Nein, nein. Nein, okay. Wollte ich nämlich, hätte ich mich jetzt auch sehr gewundert. Mhm. Sowas wie Quebec in Kanada. Ja, das ist ja auch eher historisch entstanden unter anderen Bedingungen. Oh Mann! Ja, nur dass es in England irgendwie nie sowas wie Kolonien gab, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, englische Geschichte ist ein Gebiet, das mir noch, muss man sagen, unbekannt ist. Eher unbekannt. Sag mal, ich höre so einen Affen jetzt plötzlich. Der war eben noch nicht da. Hm? Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier drin irgendwie. Ja, das sind ja dann die Käfige, ne? Genau. Die Gehege. Gehege. Nicht Gehege. Was ist da denn? Ach, da warst du schon. Das sieht so aus, als ging... Nee. Dieser Affe ist schon... Ich meine, Affen tragen ja für gewöhnlich Schlüssel bei sich in der Tomb Raider-Welt. Oder klauen Medipacks weg. Da liegt was. Was liegt da? Ach, Munition okay, wahrscheinlich. Okay, schade. Stimmt, der könnte wirklich irgendwas haben. Aber wie kommen wir an den ran und wo ist der überhaupt? Ja, das ist halt das Problem. Das hier ist nichts zum Durchlaufen. Keine Kisten. Wo kommt das her? Ah, Moment. Nee, hoffentlich nicht. Der Anfängerfehler. Nee. Das war irgendwo eine Kletterwand. Ja, ja. Aber das ist etwas, was ich jetzt noch nicht so geprüft habe. Ja, dann mach das mal. Das war uns ja im ersten Level auch so, hat uns ja auch ins Verderben gestürzt, dass wir die Decke nicht gesehen, nicht geprüft haben, ob man da hangeln kann. Ja, wo es völlig absurd war irgendwie. Genau, hier ging's weiter. Da. Das kann man da drauf. Da drauf zu stehen könnte was bringen, nur ich wüsste nicht wie. Könnte es denn so einen Schlüssel geben? Da hört man noch mal die Tiger Fußstapfen. Mhm. Da ist das Vieh. Der Affe, aber der hat nichts, ne? Also zumindest sieht man das jetzt von hier aus nicht. Der Affe ist auch außerhalb des Zoos wohlgemerkt. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt nur so ein abgeschlossener Bereich da. Das ist der Bereich, glaube ich, wo eben das Auto durchgefahren ist, ne? Ach so. Was war das eigentlich mit dem Auto? Das musste doch auch irgendwas bedeuten. Ja, ich habe keine Ahnung. Nicht den blassesten Schimmer. Und ich wüsste auch nicht, was ich hier
übersehen haben soll. Und Wasser hört man auch, wo keins ist. Ja, auch sehr hilfreich. Nein, das ist ein Schlüssel. Also du warst jetzt ja wirklich schon auf dem Dach relativ ausführlich eigentlich, ne? Ja. Kann's nochmal machen, aber... Naja. Da war's. Was ist das da eigentlich für ein Loch in der Wand? Loch in der Wand? Rechts. Anderes rechts. Guck mal. Ach nee, da ist ein... Ja, das dachte ich halt zuerst, dass man hier einfach... Nun! Das hab ich doch probiert! Das hab ich doch versucht! Oh gut, das ist aber schön, dass wir es nochmal versucht haben. Ja, aber das habe ich schon mal versucht eben. Da ging's nicht. Okay, aber ich freue mich gerade trotzdem einfach, dass es... So, ja. Welcher Schlüssel ist das? Der goldene oder der andere? Sehen wir jetzt. Suki. Nee. Immer so präzise wie möglich. Ein da, warte, du bist gerade dran vorbeigerannt. Links, genau. Ja, Lara, da genau das solltest das du tun. Wollte ich von dir. Der Schlüssel, der im Zoo liegt, ist natürlich der Zooschlüssel und der andere auch. Warum sollten hier Steine rollen? Ach so, du hattest schon wieder Angst vor Steinen. Ja. Ja, das ist ja Schwachsinn. Ja. Geht's in die andere Richtung auch? Nee. Also, okay, da ist nur ein schmiedeeisernes Fenster. Genau. Ah nee, das war aber doch nicht der Ort, wo das Auto war. Oh, bei diesen ganzen Kunst... Da ist das Wasser. Oh. Schon wieder ein Affe, der ein Medipack klaut. Yay. Die sind irgendwie voll süß. Ja. Vielleicht muss man diese hier auch nicht abknallen. Ich glaube, lässt du sie jetzt raus? Das wäre witzig. Mit diesem Hebel, der für jeden Zuschauer, für jeden Besucher... Nee, damit habe ich das hier jetzt geöffnet. Sag nicht, dass das ein Irrgarten ist. Da kannst du übrigens kriechen, also geradeaus, falls du das nicht gesehen hast. Ja. Ah. Curious Music. Mhm. Und da konnte man jetzt nicht durch. Nee. Hi, Tigerlein. Er kommt ja auch nicht durch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ein ganz guter Umstand, dass man da nicht durch kann. Ja, und was in diesem Tigerkäfig sich befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Ciao.